was down in Amsterdam. Almost hurt myself to death. I pushed myself so hard, just like the red light girls. Ungewohnt leise Töne hat die schwedische Band Mando Diao am Mittwoch in Bochum mit einem Unplugged-Konzert angeschlagen. Die fünf Rocker spielten vor rund 300 glücklichen Gewinnern eines Tickets in der Jahrhunderthalle. I fell into the river, but suddenly the room. Das Unplugged-Konzert, das Mando Diao für die Reihe MTV Unplugged des Musiksenders spielten, erscheint auch als Album Down in the Past Unplugged. Unvergessen bleibt dieser Auftritt für Sänger Gustav Erik Noren. And it was amazing. It was the best show that we have ever produced or performed. Es war fantastisch, die beste Show, die wir jemals gespielt haben. Für uns war es wie eine Live-Show. Wir haben die Kamerastellungen zwar geplant, aber als die Show anfing, haben wir nur für die 300 Zuschauer gespielt. Unser Job war es nicht, all die Zuschauer auf MTV zu erreichen, sondern eine super Show hinzulegen. Und die Kameraleute mussten das nur einfangen. Our job was to make a hell of a show, and then the cameraman's job was to capture that. Behind all the songs I wrote lives an old man and his shadow, and they're whistling day and night. Für Noren war es besonders wichtig, sich nicht auf ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Richtung festlegen zu lassen. Well, what I don't like is the idea that we're doing something different right now. I think you should not have a. Ich mag es nicht, wenn Leute denken, wir machen gerade etwas total anderes als sonst. Man sollte nie ein einziges und klares Bild von einer Band haben. Man sollte nicht denken, dass man Mando Diao in eine Schublade stecken kann. Ich möchte gerne mehr davon machen und bei Rock am Ring und Rock im Park im kommenden Sommer versuchen wir, diese Art der Musik für ein Festival zu kreieren, was sehr interessant sein wird. Put on a, like a festival costume for this kind of show, which is also this going to be very interesting. Mando Diao gibt es bereits seit 1999. Ihr Debütalbum Bring 'Em In erschien 2002 und räumte in Schweden ab. Ein Jahr später folgte der internationale Durchbruch. In Deutschland spielt die Band mittlerweile fast ausschließlich in ausverkauften Häusern. Thank you.